in Weilburg an der Lahn, mitten im Taunus, da wo der Taunus am schönsten ist, direkt vor der historischen Stadtkirche am Neptunbrunnen. Und der Grund ist die erste Folge der neuen Kochsendung Hessen isst gut. Das kann man hier sehen am Schild. Hier steht's, Hessen isst gut. Das heißt, hier gibt es etwas Gutes zu essen. Und Hessen ist natürlich auch gut. In dieser Sendereihe wird es gehen um die schönen Sehenswürdigkeiten, um nette, sympathische Köche, um wunderbare, aktive, leidenschaftlich arbeitende Direktvermarkter und Erzeuger. Wir wollen Tipps geben, wo kann man etwas Gutes einkaufen und wo in Hessen kann man gut und ehrlich essen. Und wer kann uns wohl in der Kürze über Weilburg am besten oder besser berichten als der Bürgermeister? Also das ist hier natürlich noch nicht der Bürgermeister, sondern der Ralf Gorenfloh, der ist immer so ein bisschen mal im Bild, ist auch sehr gerne. Und er filmt hier gerade, wie der Bürgermeister die Treppe herunterkommt vom Neptungrund. Dr. Johannes Hanisch ist das. Ganz genau. Junger, dynamischer Mann. Ja. Und die allerwichtigste Frage erstmal vorweg, was essen Sie denn am liebsten? Ich bin Fleischfreund, ich gebe das zu. Es ist wirklich ein leckeres, aber gutes, wirklich aus biologischem Anbau kommendes Steak. Da bekommen Sie mich immer ganz gerne mit. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir was kochen. Also wie gesagt, im alten Arthaus. Und ich hoffe, Sie werden auch ein bisschen das eine oder andere mitgenießen. Denn der Michael Abel erwartet uns dort mit einem wunderbaren Speisefolge. Wunderbar, ich freue mich. Lecker, gehen wir es an. Und das ist er, Michael Abel. Freue mich sehr auf den Meisterkoch heute und auf das schöne Menü, das wir Ihnen zu Hause vorstellen können. Und ich denke, wir schnuppern mal schon so ein bisschen rein, dass wir wissen, was wird es geben und sehen dazu schon mal das fertige Gericht. Wie ist denn die Speisefolge? Ja, heute haben wir halt als Vorspeise ein Handkäse-Carpaccio. Danach haben wir eine selbstgeräucherte Forelle. Dann haben wir einen Huhn aus dem Backofen mit Backpflaumen und einen karamellisierten Apfelpfannkuchen. Wunderbar. Und alle Rezepte wird es natürlich geben zum Mitschreiben, zum Nachkochen für diesen wunderbaren langen Sommer, sodass man das auch zu Hause gut nachbereiten kann. Gell? Jawohl. Und wir fangen an mit der Vorspeise und zwar mit dem Handkäse Carpaccio. Und hier haben wir erstmal die Zutaten für das Handkäse Carpaccio. Was gehört alles dazu? Ja, also ich habe hier vorbereitet einmal den Handkäse, dann die Äpfel, die dazugehören, Walnüsse, ein Walnussöl, weißer Balsamico, ein bisschen Salz und die roten Pfefferbeeren. Und zum Süßen nehmen wir ein bisschen Ahornsirup. Wunderbar. Dann fangen wir erstmal an mit dem Handkäse selber. Mhm. Handkäse wird klein geschnitten? Genau, da werden dünne Scheiben geschnitten. Bei Handkäse muss man ja sagen, das ist ja ein Sauermilchprodukt. Ja. Viel in Hessen auch bekannt. Ja. Und hier haben wir jetzt den ganz sozusagen in dünne Scheiben geschnitten. Genau. Ne? Mhm. Aber ohne Musik kommt es heute, also ohne die Musik. Genau, die Musik bleibt aus. Dadurch wird es natürlich viel verdaulicher und einfach sehr angenehm. Und dann auch fein, indem man sich aber nicht in den Finger schneidet, den Apfel. Was für einen Apfel nimmst du, egal? Das ist ein Braeburn. Ja, also säuerlich. Genau. Und in so kleine geraspelte Teilchen. Genau, kleine Streifen schneiden wir das. Ich darf mal hier mit der leichtesten Übung assistieren. Ein paar Nüsse machen wir rein. Und die geben der Sache dann ja nochmal so einen Das würzigen Geschmack. Ergänzt sich dann natürlich durch das Walnussöl auch. Auch was Feines dann. Hast du genommen? Das ist ein weißer Balsamico. Mhm. Dann haben wir das Walnussöl. Das Walnussöl. Hm. Darf mal kurz schnuppern, also es duftet wirklich ein bisschen nach Walnuss. Ja, auf jeden Fall, entweder die Nüsse oder das Öl. Das ist ein bisschen Salz, nicht viel. Kein Pfeffer. Kein Pfeffer. Ah. Und ein bisschen von so, jetzt nehmen wir die Hände. Und dieser Ahornsirup, der ist eben, gibt die Süße, braucht man keinen Zucker dann dazu. Richtig. Und dann die Hand, ist ja so, dass der richtige Koch auch immer die Hand nimmt. Ja, die ist auch gewaschen, also das ist jetzt kein Problem. So, und das richten wir dann hier in einem Cocktailglas an. Ah. Sieht schon ganz edel aus, ja. Wie lange muss das durchziehen? Das sollte eigentlich nicht durchziehen, dadurch behält der Apfel halt die Frische. Das ist also ganz im Gegensatz zu dem üblichen mit den Zwiebeln, die ja durchziehen. Und das darf ich nochmal zeigen. Genau. Das ist ja hier was ganz Feines, nämlich rote Pfefferbeeren. Und diese roten Pfefferbeeren schmecken eben nicht so scharf wie Pfeffer, sondern haben so ein leichtes Pfefferaroma, aber halt keine Schärfe in dem Sinne. Wunderbar.
So, und das braucht jetzt nicht durchziehen. Nein, das kann man sofort genau genießen. So genießen. Genau. Und es ist im Übrigen auch eine Spezialität hier im Alten Arthaus, richtig, weil ja einmal im Monat läuft ja die schöne Fernsehsendung Arthouse Talk. Mhm, genau. Und da ist das natürlich auf jedem Tisch, ja, und richtig, ist der große Renner bei den Gästen. Genau. So, meine Lieben, also das war das erste Gericht, die Vorspeise, sehr einfach und wirkungsvoll vorzubereiten, passt auch gut für die Party zu Hause. Und wir machen jetzt sozusagen eine kleine Verdauungspause, fahren nämlich raus zum zweiten Gang, ja, zum Einkaufen. Und zwar durch das schöne Weiltal, begleiten Sie uns in diesem wunderbaren Mischwald, durch diese Schlangenlinien, durch das schöne Weiltal. Da fahren wir hinaus zu einer ganz besonderen Forellenzucht, zu einem, ja, Fischzuchtteich. Und dort werden wir dann Fische einkaufen, Forellen genauer gesagt, Regenbogenforellen, genau, mit denen wir dann den zweiten Gang zubereiten werden. Und jetzt freue ich mich, ich bin nämlich bei Thomas Brenneis von der Fischzucht Heidenhahn hier im schönen idyllischen Tal. Und ich denke, wenn wir ja gerade über Essen und Trinken sprechen, dann geben wir erstmal den Forellen was zu fressen, ne? Die Forellen bekommen von uns einmal am Tag ihre Futterration, meistens vormittags, berechnet nach der Fischmenge. Mal schauen, ob sie Hunger haben, ne? Hunger haben die Forellen immer. Man muss nur aufpassen, dass man ihnen nicht zu viel Futter gibt. Das ist ja generell auch bei den Menschen so, ne? Genau, mit einem vollen Magen lebt sich schlecht. So, mal gucken, ob sie springen. Jetzt wird es gerade reingetan. Und da hinten sind sie schon am Hüpfen. Mhm. Man sieht genau, wie die Forellen kommen. Das ist der intimste Moment zwischen Fischer und Fisch. Man kann anhand der Futteraufnahme vieles ablesen, ob der Fisch gesund ist, ob er noch Futter braucht oder ob er kein Futter mehr braucht. Man füttert lieber mal ein paar Körner weniger als zu viel und dann geht es dem Fisch auch gut. Und bei Ihnen jetzt in den Teichen, wie viele Teiche sind das insgesamt und wie viele Tiere sind da drin? Wir haben hier 20 Teiche, insgesamt 1 Hektar Wasserfläche. Wir produzieren ca. 50.000 Forellen jährlich. Und es ist ja so, dass man hier sogar auch Forellen selber kaufen kann. Es gibt Öffnungszeiten, wo man hinkommen kann, kann sagen, gut, ich möchte was selber für meinen eigenen Kochtopf heute kaufen. Wann kann man kommen? Wir haben donnerstags und freitags geöffnet von 15 bis 17 Uhr. Am Samstag haben wir von 10 bis 12 Uhr geöffnet. So, hüpfen tun Sie schon. Und zappeln auch. Ja. Jetzt haben wir nicht nur die Regenbogenforellen, die wir hier züchten, sondern haben auch eine Bachforelle. Die Bachforelle ist die heimische deutsche Art, zu erkennen an den roten Punkten. Die züchten wir auch, die braucht allerdings 3 Jahre zum Wachsen. Und die Regenbogenforellen, die wir in größerer Stückzahl züchten, brauchen nur 1,5 bis 2 Jahre. Und jetzt sind wir wieder zurück bei Michael Abel in der Küche. Und die frischen Forellen werden nicht einfach jetzt so zubereitet, sondern bei euch geräuchert. Wie geht das denn? Genau. Das sind also die Forellen, wie man sie kennt. Mhm. Hier sind sie dann schon filetiert. Wir haben so einen kleinen Wok. Mhm. Da wird Räuchermehl eingefüllt mit Wacholderbeeren. Was ist Räuchermehl? Räuchermehl, das ist ein gemahlenes Holz, ein Buchenholz. Mhm. Ganz fein gemahlen. Und aber innen noch so rosa. Genau, ne? Schön, ja, rosa und auch noch nicht ganz durchgegart. Das machen wir dann, ja, nachher, wenn wir es anrichten. Und nun zum Anrichten gehört ja noch mehr dazu. Und zwar dieses köstliche Kräuterpesto. Die Zutaten hast du hier mit dazu, genau, gerichtet. Was kommt alles rein? Also da haben wir hier einmal Koriander, frischen Koriander. Als Nüsse haben wir Macadamia-Nüsse. Mhm. Dazu kommt ein bisschen Zitronensaft, Olivenöl und Parmesan, geriebener Parmesan. Das wird dann alles im Mixer verrührt, wie wir hier sehen. Das ist dann praktisch das Produkt, wie es nachher fertig aussieht. Und dem noch nicht genug, sondern hier hinten noch die Überraschung. Also frühlingshaft und sommerlich, ganz feiner grüner Spargel. Und wie ist der zubereitet? Den habe ich in der Pfanne mit ein bisschen Butter angebraten und habe dann ein klein bisschen Brühe dazu getan, ein bisschen Gemüsebrühe, dass das ganz leicht angekocht ist, das reduziert. Und damit ist es auch schon fertig. Das geht ja ganz schnell bei dem grünen Spargel. Dann wollen wir anrichten. Ne? Gut. Mhm. So, dass man auch das innenrosa Fleisch sieht. Jetzt flambieren. Was bringt das jetzt noch für Geschmack? Das gibt nochmal einen zusätzlichen Geschmack und hat auch so einen kleinen Garprozess nochmal. Mhm. Dass man das innen drin halt noch so ein bisschen gar.
Und das dekorieren wir ein bisschen mit Tomaten. Ach, man sieht, so. Du bist wirklich ein Künstler, du malst auf dem Teller, ja? Ja. Das Auge ist halt mit und so. Ist ja wirklich ein wunderbares Gericht, diese sommerliche Vorspeise mit der Forelle. Man kann übrigens alle Rezepte auch anfordern oder beziehungsweise auf den Webseiten nachschauen. So, und bevor wir jetzt an die Hauptspeise gehen, machen wir einen schönen Einkaufsausflug, ne? Einen schönen Weiltal, dort, wo du auch immer deine Dinge einkaufst, nämlich wohin? In den Harzbacher Hof nach Ernsthausen zur Familie Radu. Und die haben ja einen wunderbaren Hofladen und natürlich auch eine Hühnerhaltung, wo man mit bestem Gewissen sich ein Huhn für die Küche kaufen kann. Genau, das auf jeden Fall. Und die Hühner sind noch groß gewachsen, also da kann man nicht meckern. Also so gemütlich sitzen Sie bestimmt nicht oft da, gell? Freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Familie Radu, ja, wunderbar hier vom Ratsbacher Hof. Und das ist ja ein ganz, ganz besonderer Hof hier mit wunderbaren Produkten. Wie lange gibt es es schon? Den gibt es jetzt seit ca. 30 Jahren, den Hof. Meine Schwiegereltern sind damals von Wallmünster hierher ausgesiedelt. Mhm. Und seitdem gibt es den hier. Und er wächst und verändert sich jedes Jahr ständig. Und Sie sind ja der Liebe wegen hergekommen, ja, wegen dieses Herrn im hellblauen Shirt, ja. Und Sie betreiben den Hof ja jetzt hier, die Eltern betreiben den schon lang. Und es ist einfach biologisch ausgerichtet. Wir haben damals, also die Entscheidung, biologisch zu wirtschaften, war eigentlich schon früh getroffen. Es war nur die Frage, zu welchem Verband wir gehen. Und wir haben uns dann für den wieder entschieden, weil uns das ans konsequentesten und strukturiertesten Verband gefallen hat. Halt, ne? Und ich meine, gerade bei Demeter ist ja auch so der Gedanke, dass die Nahrung den Menschen formt und einfach auch den Menschen bis in den psychischen Leib, will ich mal sagen, nicht nur den physischen hineinformt. Und das Tolle ist ja, Sie sind ja drei Generationen. Das ist jetzt die jüngste Generation. Das ist natürlich herrlich, wenn man sowas auch gemeinsam machen kann. Eine Verantwortung, aber auch ganz schön. Toll. Es ist einfach so eine Vielfalt und im Grunde eine Vielfalt wie auch im Hofladen, wo ja alles miteinander eigentlich diese Einheit bringt und viel Unterschiedliches zusammengehört. Gerade der Hofladen hat sich ja über die Zeit auch entwickelt. Es sind schöne Dinge, die man da kaufen kann. Und hier stehen wir jetzt ja gerade vor einer Facebook-Berühmtheit, ne? Genau, der wird auf Facebook und Instagram, kann man voten, wie der heißt. Und die Abstimmung ist auf Edgar gefallen. Edgar, so ein Kleiner. Und wie groß ist der Edgar jetzt? Wie alt? Der Edgar ist jetzt genau 7 Tage alt. Mhm. Genau. Ist denn das, Silke, wenn man jetzt einem Tier einen Namen gegeben hat und das ja dann auch in den Schlachtbetrieb geht, ist es dann, wie berührt einen das? Das berührt einen schon, aber man hat so das Gefühl, man hat dieses Tier gut gehalten. Mhm. Ja, man hat dem die ganze Zeit, auch wenn die Schweine oder die Rinder werden ja noch länger großgezogen, man hat sich drum gekümmert und es ist auch ein qualitativ hochwertiges Produkt dadurch. Ist eigentlich auch eine sehr natürliche Haltung, dass man sich sagt, ich esse irgendwas Anonymes, was irgendwo gequält worden ist und schlimme Sachen erlebt hat, sondern man weiß, dass das Tier richtig gut hat. Ja, genau. Das ist gut gehalten worden, das hat gut zu fressen gekriegt. Und man hat sich alle Mühe damit gegeben. Also liebe Silke, Hühner sind ja teilweise wirklich meine Lieblingstiere. Ich habe selber auch mal welche gehabt. Die beiden haben jetzt aber keinen Namen, oder? Nein, die Braunen heißen Bertha und die Weißen heißen Agathe. Und die sind jetzt hier dafür da, Eier zu legen? Ja, genau, die legen Eier. Nicht so viele, weil das Freilandhaltung ist und die werden nicht so ausgefüttert. Haben 8 oder 10 Hähne als Begleiter dabei. Und haben aber sonst ein gutes Leben, glaube ich. Jetzt haben wir hier unsere beiden Hühner hier so nett im Arm. Und meine, was mich noch interessiert, Silke, also ich mag ja, wie gesagt, Hühner. Warum mögen Sie Hühner? Was ist da so das Besondere? Ich finde Hühner einfach von der Bewegung her, da ist auch gerade so ein hübsches Vorwerkhuhn. Mhm. Also von der Bewegung her, wie die pecken, wie sie sich bewegen, das ist einfach was Schönes, die Hühner. Gemütlich sind die. Auch, ja. Und ich würde jetzt auch gern hier stundenlang noch sitzen bleiben, aber ich werde ja erwartet im neuen Arthaus. Was ich jetzt noch schnell im Hofladen hole, ist das große Huhn, Polenta und einfach noch ein paar Sachen, die ich selber für mich selbst mitnehme. So, Michael Abel, nun sind wir zurück vom Bio-Bauernhof. Ja. Und da geht es jetzt gleich um den nächsten Gang. Und da spielt das große Huhn eine Rolle. Ist ja ein großes Exemplar. Genau, das ist ein sehr großes Huhn. Das wiegt ungefähr 3,2 Kilo. Ui, das braucht natürlich eine ganze Weile im Backofen. Also eine gute Stunde muss man auf jeden Fall rechnen. Wir müssen es aber vorher füllen.
Da haben wir hier was vorbereitet. Erst wird es mit Salz und Pfeffer auch von innen auf jeden Fall gesalzen. Ist schon gemischt, ne? Genau, das ist schon gemischt. Wie die Köche sind ja immer so ein bisschen faul. Ja. Dann macht man das natürlich halt. Und jetzt Knoblauch, ganze Zehen. Knoblauch, ja, die ist ein bisschen klein geschnitten. Ja. Ja, die kommen auf jeden Fall erst rein. Dann machen wir hier Thymian aus unserem Garten. Das ist frischer Thymian. Genau, eine gute Handvoll. Und gerade mal, du hast ja einen richtig schönen Kräutergarten hier am Haus. Ja, und da ist alles, was der Koch braucht. Da ist alles, was wir brauchen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also Thymian, was gibt es noch alles da oben? Wir haben Salbei, Rosmarin, Majoran, Petersilie, Schnittlauch, also alles, was man so braucht. Und sogar Walderdbeeren. Und Walderdbeeren, genau. So, aber jetzt geht es weiter ans Füllen. Genau, die Zitrone. Da kommt jetzt Zitrone, sind einfach Schnitze von Bio-Zitronen, also ungespritzt. Und hier, das drücken wir jetzt ein bisschen. Und das ist jetzt ein riesiges Stück Butter. Verschließen das einfach mit der Butter hier. Wie viel Gramm für das Huhn? Das sind vielleicht 150 Gramm gewesen, ungefähr. Mhm. Aber das spielt jetzt nicht so die Rolle. Aber für den Geschmack ist es nachher eigentlich wichtig, wenn das Ganze, was hier drin ist, kommt ja nachher, tritt wieder aus und gibt dann den Geschmack in der Soße. Aber das gibt einfach den Geschmack dann. Genau. Dafür ist es drin. Also Butter, frischer Knoblauch und Zitrone und der frische Thymian. Genau. Und das Huhn bekommt jetzt auch sein Bettchen im Ofen. Genau. Und zwar? Haben wir hier was vorbereitet. Also einmal, das Huhn wird auch, bevor es jetzt in den Ofen kommt, wird er noch angebraten. Ja. Ganz leicht, dass es ein bisschen Farbe nimmt. Dann werden hier die roten Zwiebeln angebraten. Das Ganze kommt dann in einen Topf. Dann wird das Huhn draufgesetzt. Die Pflaumen kommen dazu. Das sind frische Lorbeerblätter, die kommen dazu. Wird ein bisschen mit Weißwein abgewischt. Kommt ein Deckel drauf und dann kann es in den Ofen. Genau. Und vom Geschmack kann man das schon vorher mal so beschreiben, was jetzt Zwiebeln und die Backpflaumen zusammengeben. Also das sind ja rote Zwiebeln, die haben sowieso ein bisschen feineren, ein bisschen süßlicheren Geschmack. Genau, die Backpflaumen kommen halt dazu. Lorbeerblatt ist eigentlich ganz wichtig, das gibt einen wunderbaren Geschmack nochmal, auch gerade von dem Frischen. Und was ja wichtig ist, nicht zu wenig Lorbeer. Nicht zu wenig. Ist auch kein getrockneter, das ist jetzt frischer. Genau, der ist frisch, der ist auch bei uns. Nicht aus dem Garten, aber vor der Tür steht so ein kleiner Lorbeerbaum. Da habe ich es eben abgeschnitten. Ach, wunderbar. Ich meine fast, man merkt schon, wie es anfängt zu duften. Und als Beilage gibt es ja jetzt zu dem Huhn Polenta. Was ist denn eigentlich Polenta? Polenta kommt aus Italien. Das ist ein Maisgrieß. Das wird also Wasser aufgesetzt mit einer Gemüsebrühe gemischt. Und die Gemüsebrühe hast du ja selber gemacht. Die Gemüsebrühe haben wir selbst gemacht. Wir sehen jetzt gerade, wie du sie reingießt. Genau. Und dann? Dann wird der Mais eingerührt, das ist ein bestimmtes Verhältnis, mit ein bisschen Salz, ein bisschen gesalzen. Und du kriegst einen richtig festen Brei, ne? Genau, es gibt einen festen Brei, der muss ab und zu gerührt werden, damit er nicht anbrennt. Nicht anbrennen, genau, das ist ganz wichtig. So 10 Minuten ungefähr. Und zum Schluss kommt nochmal Butter dazu und noch ein Parmesan. Ah, wunderbar. Das gibt dann nochmal einen schönen, kräftigen Geschmack. Und nun geht's ans Anrichten des köstlichen Hauptgerichtes. Was kommt alles auf den Teller? Genau, also unser Huhn war ja jetzt gute Stunde im Backofen. Das braucht es. Ne? Genau, das brauchst du auf jeden Fall bei der Größe. Wir haben hier unten den wunderbaren Sud mit den Zwiebeln und mit den Pflaumen. Das richten wir halt am Teller an, haben unser Polenta schon vorbereitet. Dann nehmen wir einen Klecks dazu, schneiden die Brust von dem Huhn schön in Scheiben und das richten wir dann schön oben drauf an. Noch ein bisschen Soße oben drüber und dann sieht das ganz lecker aus und schmeckt auch wunderbar. Und es ist ja auch gar nicht so schwer nachzukochen. Nee, es ist ein einfaches Gericht. Also man muss einfach nur die Kräuter und das, was wir vorher gesehen haben, mit dem Füllen und mit dem Vorbereiten und dann in den Ofen, dann ist es eigentlich fertig. Das läuft dann von ganz alleine. Und es ist natürlich auch ein Gang, der Eindruck macht bei Gästen. Das kann man sagen. Ne? Gerade wenn das Huhn dann her tranchiert wird, wenn man das am Tisch machen will, macht das natürlich einen wunderbaren Eindruck. Das stimmt. Also man kann wirklich sagen, Hessen ist gut und Hessen ist gut. Ne? Ja. Und natürlich müssen wir wieder verdauen. Wir gehen nämlich jetzt so lange ein paar schöne Bilder tanken in den Schlossgarten, der zu dem wunderbaren Schloss gehört, das Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut worden ist. Hier sind ja auch immer jedes Jahr die Walburger Schlosskonzerte und da gehen die Menschen so gern hinterher und vorher dann durch den Schlossgarten, holen sich Appetit und holen sich ihre Träume und ihre romantischen Gedanken. Ein wirklich einmalig schöner Ort. Beim
spazieren gehen in dem schönen Schlossgarten, da merkt man auch, dass das beste Lebensmittel sowieso natürlich in Weilburg die Luft ist. Die ist unglaublich hier im Luftkurort. Mhm. Nochmal einen tiefen Schnapper nehmen und dann geht's wieder zurück in die Küche, denn jetzt gibt es das Dessert bei Michael Abel. Hast du dir was Besonderes ausgedacht? Und zwar? Genau, wir haben also hier einen karamellisierten Apfelpfannkuchen, wird es geben. Den Teig haben wir vorbereitet. Aus? Mehl und Eier, ein bisschen Milch. Man kann auch Wasser nehmen, aber ich nehme immer gerne Milch. Ich rühre das dann, wie man hier sieht, gibt es dann schöne Blasen. Das heißt, er ist schön luftig, er muss auch so ein bisschen ziehen, damit das Mehl quellen kann. Und dann kann man das halt entsprechend verdünnen, damit es auch schön in die Pfanne fließt. Kommt vorher ein bisschen Butter rein. Und wenn es in der Pfanne verlaufen ist, dann werden diese Apfelscheibchen eingesetzt. Ah, so wie man es auch früher gemacht hat, der Apfelpfannkuchen von der Oma. Genau, das ist der gleiche Art. Ganz schön. Mhm. Das wird dann auf der einen Seite gebraten, dann wird es gedreht, dann wird es gezuckert, wieder gedreht, nochmal gezuckert und nochmal gedreht. Der Zucker schmilzt dann mit der Butter in der Pfanne und karamellisiert wunderbar. Und dann kann man es anrichten bzw. stürzen, aufschneiden und anrichten. Wir machen es hier mit ein paar Erdbeeren und ja, ich hoffe, es schmeckt. So ist das dann goldgelb mit dem Pfannkuchen und den Äpfelchen und dann dieses schöne sommerliche Erdbeerrot dazu. Da kann man gar nicht widerstehen. Und ich glaube, diese Portion, die haben wir für den Bürgermeister vorgesehen. Guten Appetit. Ja, er freut sich bestimmt drauf. Ja, bestimmt. Die Pfannkuchen mit den Erdbeeren waren toll, ne? Das ganze Menü war wunderbar. Super. Fehlt eigentlich jetzt nur noch eine Tasse Kaffee und ein paar Weilburger Kieselsteine. Was hat es denn mit denen auf sich? Die haben wir frisch aus der Lahn gefischt. Nein, Spaß beiseite. Also die Weilburger Kiesel, die sehen ja wirklich nach Steinen aus, aber die liegen nicht wie Steine im Magen, ganz im Gegenteil. Das ist ein ganz, ganz toller Nachtisch. Und diese Weilburger Kiesel, die sind so besonders, nicht nur, weil sie wie Kiesel aussehen, sondern super lecker schmecken, sondern weil sie die Chance haben, diese Weilburger Kiesel auch bekommen zu können. Und da habe ich eine Idee. Und zwar haben wir uns nämlich beide zusammen Folgendes ausgedacht. Eine Packung Weilburger Kiesel, so viel passt da rein, bekommen Sie zu Hause, wenn Sie an den Bürgermeister, an die Stadtverwaltung Weilburg, einen originellen Zweizeiler oder eine ganz nette kleinen Einzeiler schreiben, wo drin vorkommt, Perle an der Lahn. Also Perle an der Lahn und dann werden postwendend Weilburger Kiesel an Sie geschickt. 100 werden wir verschicken, also schnell reagieren. So sieht's aus und besonders kreativ sein, damit die Perle an der Lahn und der Weilburger Kiesel auch kreativ zusammenkommen. Ich freue mich auf Ihre Vorschläge und wie gesagt, seien Sie schnell. Also bis zum nächsten Mal. Hessen ist gut.